Lilland. Eine Ameise, die eine Menge Geld gespart hat, um sogar einen Ferntrip zur Metallinsel gewonnen hat. Das ist die Reise ihrer Träume. Der Rezeptionist. Ein gedrungener Käfer, welcher sicher geht, dass die ihn bezahlen, die das Hotel bezahlen können, die bestmögliche Erfahrung im Metallhotel haben. Er hasst die, die sich arm benehmen. Jeder auf der Insel sollte Geld haben. Stecker. Ein Feind des Kapitalismus. Die Ironie zu bezahlen, um die Metallinsel zu erreichen, hängt ihm nach. Eluna, eine Dame, die reich geboren wurde. Und da muss ich mal eben. Das ist ein Wizard Launcher. Der ist doch eigentlich aus. Das darf ich nicht im Schnitt vergessen. Eluna, eine Dame, die reich geboren wurde. Sie hat allerdings Probleme, ihr eigenes Leben zu finden. Sie nutzt die Reise, um über Leben nachzudenken. Banna. Diese Biene hat den Bienenstock verlassen, um der beste Butler zu werden, der sie sein kann. Das Metallhotel würde nicht auf gleiche Weise laufen, wenn sie nicht da wären. Jack. Diese Händlerin hat die besten. Oh, dieser Händler. Hat die besten Spielsachen in ganz Bulgaria. Teuer, ja, aber Fröhlichkeit ist unbezahlbar. Der Kartenwächter. Ein heiliger Beschützer des heiligen Kartengame, der heiligen Kartenspielarena. Er wird nur denen erlauben, die Kartenmeister besiegt haben, das Turnier zu betreten. Allerdings sind auch High Rollers oder Leute, die hohe Wetten haben, auch erlaubt, damit die zusehen können. Danilla. Diese reiche Dame hat ein Vermögen bezahlt, um das Turnier aus der VIP-Lounge zu betrachten. Sie liebt Spionkarten und alles, was damit zusammengehört, aber sie ist selber so sehr schlecht im Spiel. Absolut fürchterlich. Vic, diese Gottesanbeterin, kümmert sich nur um Geld und Macht. Red einfach gar nicht mit ihr, wenn du nicht der Champion bist. Boyan, ein fähiger Kämpfer aus dem Norden. Er stellte sich unglaublichen Gefahren gegenüber, um Leuten beim Kartenspielen zuzuschauen. Nit, ein Käfer mit ziemlich hohen Standards. Sogar schon die kleinste Ungereimtheit bringt ihn dazu, unglaublich enttäuscht zu sein. Im Geheimen richtet er über dich, wenn du deine Hand nicht gut spielst bei Spionkarten. Der Veranstalter. Dieser Moskito wurde geboren, um zu kommentieren. Er heizt die Menge an wie kein anderer. Am besten spielst du gut, denn Enttäuschung kann er so gar nicht ab. Ich werde nicht alle Referenzen hier aufzählen in diesem Artbook. Es fühlt sich viel besser an, wenn ihr selber euch ein bisschen versucht rauszufinden,
Jack Vic Boyan, Danina. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie zusammenhören. Vic nicht. Da fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Wenn euch irgendwelche Referenzen auffallen, dann könnt ihr die auch gerne hier in die Kommentare schreiben. Serin, eine kühle Wespe, welche versucht zu gewinnen, während sie viel Spaß hat. Sie macht sich allerdings etwas Sorgen, wenn andere das Spiel zu ernst nehmen. Johnny. Eine einfallsreiche Hummel, welche immer wieder neue Decks in jedes Turnier bringt. Nicht alle von ihnen sind unbedingt praktisch. Aber mein Gott, schinden die Eindruck. Cage oder Kage. Er hat einst alles verloren. Nun ist seine Wut und sein Hass das, was ihn antreiben, dass die Welt der Spionkarten zu erobern. Kannst du jemanden mit so einem Tatendrang wirklich bekämpfen? Boogie oder Boogie. Nachdem sein Großvater ihm sein Spionkartendeck überlassen hat, versprach er ihm, der beste Spionkartenspieler in der Welt zu werden und ihn stolz zu machen. Janet. Na, schau mal, wer zurück ist. Na, hätte ich dir jetzt nicht kommen sehen, ne? Oder? Oder? Stimmt, Janet haben wir schon auf der anderen Seite, ne? Bei den Ameisen. Witchy. Eine arrogante Nomadenbiene mit einem unglaublichen Gewinnrekord. Sie ist davon überzeugt, dass jedes Duell, was sie verliert, Schiebung ist hier, mein Gott. Das ist die Moment, wo ich mir richtig dumm vorkomme, Leute. Na, ihr wisst doch, was ich sagen will. Sie ist davon überzeugt, dass jedes Duell, was sie verliert, gezinkt ist. So. Richie sollte eigentlich einen Zikaden-Butler haben. Aber der wurde dann irgendwie zu ähnlich zu Sepp. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Carmina, eine Velvet. Mir liegt das Auge auf der Zunge. Warum ist jetzt Englisch-Japanisch? Samt. Eine Samtameise, die von Casket Cat designt wurde. Sie liebt Design und glückbasiertes Kämpfen. Und das war eine der Inspirationen, die es war eine der Inspirationen, die uns das Spionkartenspiel in das Spiel integrieren lassen haben. Ach so, ihr liebliches Design, nicht sie liebt Design, mein Gott. Ihr liebliches Design, das Design von dieser Ameise. Brachte sie dazu so. Sie ist eigentlich ziemlich fair, aber wird alles
spiels Mittel einsetzen, um auf legalem Wege zu gewinnen. Stimmt, das war die, wo immer noch dieses Glücksrad dabei war beim Spielen. Und damit haben wir die Metallinsel auch fertig und haben hier wieder einen schönen Überblick. Und über das Auditorium des Kartenturniers. Damit befinden wir uns im Riesenreich. Kakerlaken sind in Bulgaria verschwunden. Wie auch immer, ihre ursprüngliche Siedlung im Reich der Riesen hat es immer noch drauf. Sie beschützen den immerwährenden Seppling, immerwährenden Saatling, Setzling, mit ihrem Leben und überstehen unzählige Schrecken, um dieses Ziel zu erreichen. Die Kakerlakenälteste ist nicht von Geburt an ausgesucht, sondern wird von ihren Leuten gewählt. Sie ist eine tapfere Kriegerin in ihrer Jugend und ist nun weise und befehlshabend. Sie lebt nach den Worten ihrer Mutter. Der Setzling ist heilig. Und alles, was wir überstehen, ist, um ihn zu beschützen. In einer sehr frühen Phase war die Älteste dazu bestimmt, das zu tun, was jetzt Patton tut. Und die Levels der Party zurückzugeben. Außerdem sollte sie am Boden des Bundes in der trotzigen Wurzel leben. Der Skorpionpfleger. Er füttert, streichelt und trainiert die Skorpione des Dorfes. Er hat eigentlich wirklich liegen die Skorpione ihm ganz schön am Herzen. Wenn er wüsste, wie man strickt, würde er Plüschfiguren machen. Skorpione. Sie sind essentiell dabei, dass die Toten Lande zu scouten und Gegner abzuwehren. Auch wenn sie sich um die Kakerlaken sorgen, können sie durchdrehen, wenn sie wütend werden. Ray und Rina. Diese Kakerlaken-Zwillinge wurden mit einem gewitzten Geschäftssinn geboren. Aber nur Ray ist mutig genug, um in die toten Lande für einen Handel zu reisen. Rina findet ihre Zeit zu scheinen. Als Leute von außerhalb des Dorfes endlich ihr Dorf besuchen und kann dann ein Hotel eröffnen. Ach genau, Rina macht das Hotel und Ray ist halt mutig genug, um Sachen aus den toten Landen zu holen, die sie dann verkaufen kann. Ich wollte wirklich gerne Amber als einen Geschäftsbesitzer im siebten Kapitel haben. Deswegen haben wir Ray nur im Postgame auftauchen lassen. Haben wir euch kennengelernt? Weiß ich gar nicht mehr. Wer ist Ember? Jeder andere. Du sollst gar nicht so lange im Dorf dich aufhalten. Deswegen haben wir einfach jeden anderen mehr oder weniger so aussehen lassen. Und dann haben wir noch die Schlangenmund-Labor-Kakerlaken. Auch wenn sie nicht zu diesem Dorf gehören, sind diese ausgestorbenen Kakerlaken, suchten diese ausgestorbenen Kakerlaken einen Weg, die Kräfte des überdauernden, ewig währenden Setzlings zu replizieren. Allerdings, was sie schlussendlich geschafft haben zu erschaffen, waren
Cordyceps. Cordyceps-Pilze. Also parasitäre Pilze. Und hier sehen wir die schaurigen toten Lande, die mich ja echt auch gut abgefuckt haben mit ihren komischen Monstern da zwischendurch. Wir sehen zum Beispiel auch, dass der Anfangsbereich hier, dieser CD auf dem Boden, eigentlich der ist, wo man... Ah ne, sieht man gar nicht. Ich wollte gerade sagen, da oben ist ja der Tisch, wo man später kommt, aber ist gar nicht so. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es anscheinend in einer Hütte ist, oder in einem Haus sogar. Mit einem Tisch und hier oben Schränken. Ja, und der Ofen und der Kühlschrank sind natürlich auch Hinweise darauf. Aber das scheint auf jeden Fall schon lange keiner gewesen zu sein. So, und damit haben wir die Charakterbeschreibung erstmal soweit durch und sehen jetzt hier eine Übersicht von allen Sprites von den verschiedenen Items im Spiel. Die wir so gut alle auch mal irgendwann im Verlauf des Spiels gesehen haben. So gut wie alle. Glaube ich. Also mir fehlt das auf Anhieb, glaube ich, keiner ein, den wir nicht gesehen haben. Alleine bei den ganzen Kochstreams. Nee, genau. Und dann noch ein paar Konzeptarts, wie ausgesehen hätten können. In einer ziemlich frühen Phase haben wir darüber nachgedacht, von Gegenständen wie dem knusprigen Blatt oder dem Honigtropfen verschiedene hochstufige Varianten zu machen, die dann im höheren Level halt mehr wieder zurück, also mehr heilen. Aber im Endeffekt haben wir uns dann noch dafür entschieden, damit zufrieden zu sein, dass wir über die Rezepte die Werte der Gegenstände zu verbessern. Weil man dadurch es schafft, dass sogar einfache Gegenstände immer noch ihren Wert behalten im späteren Spiel, da sie als Zutaten für bessere Items dann fungieren. Medaillen. Hier sehen wir alle Medaillen. Ja, mit denen war ja auch mit viel rum experimentiert. Einige vernachlässigt, aber eigentlich war ich doch im Großen und Ganzen immer ganz zufrieden. Und wir haben die alle gesammelt. Und dann geht hier noch ein großer Dank an all die Bäcker von Kickstarter oder von Indiegogo, die geholfen haben, diese ganzen Gegenstände zu entwickeln. Also das Spiel muss echt... Ich habe diese ganze Kickstarter-Kampagne nicht mitbekommen, aber da müssen die wohl echt auch ziemlich viel Einfluss drauf genommen haben. Ich habe die anderen Namen auch vorgelesen, ne? Die Meditationsmedaille wurde von Kevin Rosato entwickelt. Die süßen Beeren von Isabel de la Torre. Die mysteriöse Beere von Timothy Robinson. Die Abomination von Jeffrey the Triangle. Die Hustleberry von Dirtbag. Die glückliche Tagmedaille von Kiefer is a bunny not touch do. Die Heil-Plus-Medaille von Kyle Joseph Bros. Die Tardigrade-Medaille. Wasserfloh-Medaille von Cooper Xuxun Wuden. Die Heavy Throw Medal. Die schwere Wurf-Medaille von Geiper Geeper. Bedbug Pillbug. Der. Käfer. Die Bettkäfer-Assel von Markus Leguet. Die Ameisenlöwen-Zangenmedaille von Kaufs. Das Schalenbeschichtung von Shell Game. Die Bärenmarmelade von Terramite. Die Langbeinbeschwörung von Coach Z. Eviltrin. Der saure Pilz von Evan Russell, Mega Rush von Jake Rogers und die
Erste Beschichtungsmedaille von Talia Eveline Violet Pyre.